Auf der rechten Spur. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 11. Extrem rechte Bildungsträger. Mit Alrun Schleif. Hallo Alrun, du weißt, was kommt. Die Standardfrage: Wer bist du, was machst du und was bist du auf der Spur? Ich freue mich ausnahmsweise mal aus dem Hintergrund dieses Podcasts jetzt selbst ins Rampenlicht zu treten. Ich bin Geschäftsführerin in der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz, aber auch studierte Erziehungswissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Erwachsenenbildung und Weiterbildung. Und beides verbindet sich dann auch in dem Interesse politischer Erwachsenenbildung, also sowohl auf einer praktischen Ebene, wie wir das in der Stiftung machen, als auch auf wissenschaftlicher Ebene. Dabei bin ich dann besonders auf der Spur, wie politische Bildung ihren Beitrag zu einer Demokratisierung der Gesellschaft leisten kann, aber auch die Schattenseiten, nämlich wie sie instrumentalisiert werden kann, insbesondere dann von extrem rechten Kräften. Und diese angesprochene Instrumentalisierung der politischen Bildung durch rechte Kräfte ist unser heutiges Thema. Genau genommen sprechen wir über rechte und extrem rechte Bildungsinstitutionen. Wir fangen ganz grundlegend an. Was sind denn extrem rechte Bildungsinstitutionen? Also ich habe gerade mit meiner Kollegin Hanna Eitel dazu einen Band rausgebracht mit dem Titel Antidemokratie getarnt als politische Bildung. Hanna war ja jetzt schon letzte Woche auch in der Folge zu Gast, das heißt, die ZuhörerInnen kennen sie auch schon. Und uns hat dabei auch erstmal umgetrieben, ob diese Institutionen, die sich selbst dem Feld der politischen Bildung eigentlich zuschreiben, wie sie ihre Tätigkeit beschreiben, ob das tatsächlich eigentlich in unseren Augen bildend ist, was sie tun. Weil in diesem politischen Spektrum, auch da ist diese Institutionenlandschaft ganz vielfältig, wie wir sie auch sonst in der politischen Bildung eine sehr vielfältige Organisationslandschaft haben. Und es wird in Netzwerken agiert, zum Teil stehen diese Institutionen auch in Konkurrenz zueinander. Aber wenn wir uns genauer hingucken, fällt auf, dass wir dort ein Menschenbild haben und ein Verständnis der Tätigkeit, die schon davon abweicht, was wir sonst als politische Bildung bezeichnen. Weil dort wird politische Bildung eigentlich zu so einem Spielball rechter Metapolitik, um gesamtgesellschaftlich Diskurse weiter nach rechts zu verschieben und rechte Politiken eigentlich, wenn man so will, zum Mainstream zu machen. Politische Bildung wird dann in diesem Feld von Metapolitik bisher eher weniger beachtet und dann wird eher auf andere Sachen bisher geguckt. Und wir wollten halt genau diesen Blick noch einmal darauf lenken, was sozusagen in diesem Bildungsfeld passiert. Bildungsveranstaltungen oder das, was dort als Bildungsveranstaltung bezeichnet wird oder überhaupt Veranstaltungen von diesen Institutionen, dienen vielmehr dazu, die eigenen Reihen einzuschwören, aber auch neue Zielgruppen zu erreichen für rechte Ideen und Ideologien. Kannst du gerade noch mal vertiefend sagen, welche Rolle diese Bildungsinstitutionen dann innerhalb der Strategie der extremen Rechten spielen? Genau, also die rechten Institutionen, die wir uns jetzt auch in unserem Band angeguckt haben, aber auch in dieser, ich sag mal, Landschaft, die wir da generell vorfinden, wollen erstmal nach außen, zum Beispiel auch über die Namensgebung, aber auch über zum Teil über das Auftreten, erstmal als normale, in Anführungszeichen, Institutionen auftreten, als auch zurückgenommener oder nicht so radikal erscheinende Organisationen erstmal. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Namensgebung angucken, dann finden wir dort ein Institut für Staatspolitik, die Bibliothek des Konservatismus oder auch die Desiderius Erasmus Stiftung. Und diese Begrifflichkeiten wecken natürlich bei uns erstmal Assoziationen, also Institut, Bibliothek, Stiftung. Was kommt uns da so in den Kopf? Das hat erstmal was mit Wissenschaftlichkeit, Renommee oder auch so einer Gemeinwohlorientierung vielleicht, was man so erstmal damit assoziiert. Wenn wir dann aber genauer hinschauen und auch auf die Selbstbeschreibungen gucken, auf die Veröffentlichungen, auf die Angebote, die diese Organisationen machen, dann sehen wir, dass es da um ganz andere Ziele geht, als die, die erstmal diese Namen suggerieren. So. Und das Institut für Staatspolitik zum Beispiel will rechten Nachwuchs diskurs- und politikfähig machen.
Das sagen die auch ganz klar so. Und zwar mit einer völkischen und elitären Ideologie. Also es geht genau nicht darum, dass alle Menschen ihren eigenen Standort in der Welt finden, in einer Gesellschaft der Gleichen. So, ne? Das ist eine Formulierung, die wir auch bei Wilhelm von Humboldt schon als ideal formuliert finden. So, aber davon merken wir, das passt an der Stelle nicht zusammen. Das Institut für Staatspolitik war auch bisher als Verein organisiert, ne, hat sich aber 2024 aufgelöst. Daraus wurden jetzt zwei Unternehmen gegründet, so, in denen eine Verlagsarbeit stattfindet, also ganz viele Publikationen auch erscheinen, eben für so ein Netzwerk der extremen Rechten. Und in dem anderen Unternehmen werden dann wohl wahrscheinlich diese sogenannten Akademien, die es bisher beim Institut für Staatspolitik gab, auch fortgesetzt werden. Das muss man dann aber nochmal genauer sich angucken. Also da haben wir jetzt gesehen, das ist sehr stark so eine Elitenherausbildung beim Institut für Staatspolitik. Andere Organisationen verstehen sich stärker als so eine Scharnierfunktion oder als ein Vernetzungsort, auch immer noch mit Blick auf eine konservative bürgerliche Mitte. Also bei der Bibliothek des Konservatismus ist genau das eher die Zielsetzung. Ein sehr seriöses Auftreten. Da wird sich darum bemüht, auch immer noch mal so der Anschluss an andere wissenschaftliche Institutionen auch gesucht. Und gleichzeitig wird dort aber in den Veranstaltungen sehr, sehr stark mit einer Emotionalisierung gearbeitet, sehr stark auf Ängste, Wut der Teilnehmenden hingearbeitet und daraus so ein verbindendes Element von Gemeinschaftsgefühl und ein relativ klares Freund-Feind-Schema mitkonstruiert. Und auch das ist eher was, was wir nicht in diesem Bildungsbereich sonst sozusagen sehen würden. Oder wo wir zumindest auch Diskrepanzen sehen. Und die Bibliothek des Konservatismus, um es auch nochmal inhaltlich zu füllen, versteht sich selbst als wichtigen Anlaufpunkt auch von Abtreibungsgegnern, sogenannten selbsternannten Lebensschützern, die auch stolz darauf ist, also die Bibliothek des Konservatismus, dass sie einen eigenen Sonderbestand dazu haben. Umfasst nur wenige Regale, aber trotzdem sich sozusagen da als wichtigen Ort für diese Bewegung auch herauszubilden. Die Desiderius Erasmus Stiftung, die haben wir auch bei uns im Band nochmal genauer analysiert, ist noch eine sehr junge Organisation. Da weiß man noch nicht so genau, in was für eine Richtung das geht. Im Moment ist da aber sehr stark der Fokus darauf, eine Schulung von Parteimitgliedern, insbesondere der AfD oder zukünftigen ParteifunktionärInnen, dort zu machen. Und aber auch ganz stark das mit antiliberalen, autoritären Inhalten gefüllte Veranstaltungen zu haben, die da eine ganz zentrale Rolle spielen. Und auch dort sehen wir verschiedene Verbindungen in extrem rechte Kreise. Bevor wir gleich vertiefend eine strategische und inhaltliche Analyse machen, noch eine Frage. Du hast drei Akteure angesprochen: Institut für Staatspolitik, Bibliothek des Konservatismus und die Desiderius Erasmus Stiftung. Sind das die Hauptspieler oder gibt es da noch mehr? Wie groß ist denn das Angebot extrem rechter Bildung eigentlich? Politische Bildungslandschaft insgesamt ist sehr vielfältig. Wir haben ein sehr großes Organisationsfeld, sehr, sehr viele Trägerschaften in ganz unterschiedlichen Ebenen. Wir haben uns jetzt in dem Band erstmal für diese drei entschieden, weil das schon die größeren Player in diesem extrem rechten Feld politischer Bildung oder dieser Landschaft sind. Und zum anderen, weil wir halt, das ist vielleicht eben auch schon mal so rausgekommen, als ich so die drei Organisationen näher betrachtet habe, man dort eben auch unterschiedliche strategische Ausrichtungen ganz gut daran festmachen konnte. Deswegen haben sie uns auch exemplarisch dazu gedient, nochmal genauer zu gucken. Wir haben Scharnierfunktion, wir haben Parteischulung und wir haben so eine rechte Elitenausbildung. So, deswegen haben wir diese drei genommen. Es gibt da drumherum noch ganz andere Organisationen, die ja auch zum Teil einfach in kleineren, im nahen Umfeld stattfinden, in Zusammenschlüssen, die eher in so einem Freizeitbereich vielleicht fallen würden, den wir so auch gar nicht immer als Bildungsorganisation wahrnehmen oder sowas. Also da haben wir ganz viel, aber diese drei sind, glaube ich, schon erstmal so sehr wichtig und treten auch nach außen dahin auf. Noch eine kurze institutionelle Frage, die aber gestellt werden muss, gerade weil ja auch die Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz eine parteinahe Stiftung ist. Du hast die Desiderius-Erasmus-Stiftung angesprochen, parteinahe der AfD. Die schart nun mit den Hufen für staatliche Förderung. Warum ist es problematisch, dass die AfD als im Bundestag vertretene Partei auch eine parteinahe Stiftung hat? Alle anderen haben ja auch eine. Die
Institutionelle Verankerung von parteinahen politischen Stiftungen ist in Deutschland erstmal sehr, sehr wichtig, auch für die Zeit nach dem Nationalsozialismus. Die Friedrich-Ebert-Stiftung gab es schon vorher. Alle anderen wurden erst in Nachkriegsdeutschland gegründet und werden auch zu großen Teilen aus staatlichen Mitteln finanziert. Alle im Bundestag vertretenen Parteien haben ihnen nahestehende Bildungsinstitutionen anerkannt, die bis auf die AfD-nahe Stiftung auch staatliche Förderungen erhalten, die sogenannten politischen Stiftungen. Ihre Organisations- und Arbeitsart unterscheidet sich dabei jedoch stark und geht auf die unterschiedlichen Gründungszeiträume und Entstehungsgeschichten zurück. Entgegen dem, was der Name erwarten lässt, handelt es sich bis auf die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung dabei jedoch nicht um Stiftungen, sondern um eingetragene Vereine. Alle politischen Stiftungen sind von den ihnen nahestehenden Parteien rechtlich und tatsächlich unabhängig. Warum macht man das? Die Idee ist halt, dass politische Bildung zwar Aufgabe des demokratischen Staates ist, aber nicht allein in Hand der Regierung liegen soll oder dieser halt irgendwie unterstellt sein soll. So, sondern alle politischen Grundströmungen sollen auch in der politischen Bildung abgebildet werden. Wenn ich jetzt den Anspruch alleine nehme, dann würde sich tatsächlich die Frage stellen, warum es ein Problem wäre, wenn die Desiderius Erasmus Stiftung in die staatliche Förderung aufgenommen wird. So, schließlich ist die AfD, da können wir leider nicht drumherum, es ist unbestritten, mittlerweile zu einer etablierten Partei im Deutschen Bundestag geworden und auch in vielen Bundesländern eine sehr starke Vertretung. Jetzt kommt aber ein weiterer Punkt hinzu. Politische Bildung ist eben in Deutschland stark aus einem wortwörtlich antifaschistischen Motiv heraus in unserer Demokratie verankert worden. Und wir können die nicht loslösen von unserer Historie. So, und im Sinne von damals in der Nachkriegszeit einer Re-Education, wurde es genannt, wollten westliche Alliierte durch Bildung eine neue antifaschistische Grundlage für die Demokratie in Deutschland legen. Sowohl im Schulsystem, das sollte demokratischer, partizipativer umgebaut werden, aber auch in der außerschulischen Bildungslandschaft, das sollte auch dort auf ein sehr breites Fundament gestellt werden, mit ganz vielen unterschiedlichen Trägern. Wir haben da Kirchen, Gewerkschaften, Jugend- und Wohlfahrtsverbände, Vereine, Initiativen etc. So, und das alles mit dem Ziel, für mehr Demokratie einzustehen, eine Verpflichtung auf die Menschen- und Grundrechte und demokratische, freiheitliche und rechtsstaatliche Grundsätze. So, und das ist ganz, ganz elementarer Bestandteil von politischer Bildung. So, ich muss jetzt ein bisschen ausholen in die Geschichte politischer Bildung, aber ich glaube, man braucht es, um diesen Gesamtkomplex zu verstehen und dann auch sozusagen, woher die Probleme von ganz vielen kommen, wenn jetzt die Desiderius Erasmus Stiftung auch auf solche staatlichen Mittel zugreifen will. Wir haben 1976 entstand der sogenannte Beutelsbacher Konsens. Das ist erstmal ein Minimalkonsens, der eigentlich für Rahmenlehrpläne für die schulische politische Bildung entwickelt wurde. Aber der hat sich mit der Zeit quasi als Professionsgrundlage etabliert. So. Was besagt der Beutelsbacher Konsens? Das ist erstmal, der hat drei Grundregeln. Und wie gesagt, es ist hier ein Minimalkonsens, ja, auf den sich alle einigen konnten damals. Erstmal wird dort formuliert ein Überwältigungsverbot. Das heißt, Teilnehmende oder auch SchülerInnen, je nach Kontext, dürfen nicht indoktriniert werden. So. Das zweite ist, der Beutelsbacher Konsens verpflichtet zur Kontroversität und Darstellung unterschiedlicher Positionen. Und im dritten Punkt ist dann nochmal eine pädagogische Zielsetzung eigentlich formuliert, nämlich alle Teilnehmenden sollen eine eigenständige Willensbildung und Analyse ihrer eigenen politischen Situation leisten können oder dazu befähigt werden. Und das aber immer mit Blick auf das gesamtgesellschaftliche Geflecht und sollen dabei auch eigene Handlungsmöglichkeiten und Handlungsalternativen erfahren und erlernen. Und wenn jetzt aber die hier beschriebenen Institutionen, also alle drei, aber jetzt geht's erstmal auch direkt um die Desiderius Erasmus Stiftung, sehr stark auf Elitenbildung, auf Parteischulung setzen, stark emotionalisierend agieren und eher sozusagen
Emotionen und Affekte evozieren, als eine wissenschaftliche Auseinandersetzung anzuregen, dann sind diese Prinzipien nicht erfüllt. So. Und dann kommt noch ein weiterer Punkt hinzu. Ich hatte das anfangs schon beschrieben. Es geht um den Schutz von Demokratie und dem Ausbau und der Ermöglichung von Partizipation möglichst vieler Menschen. So. In und durch politische Bildung. Das heißt, wir haben es aber hier mit Akteuren zu tun, die sich in extrem rechten Netzwerken bewegen, Knotenpunkte auch in diesen Netzwerken sind, die sich als rechte strategische Thinktanks verstehen und die eben nicht Teil der Party sein wollen, sondern den Tisch umwerfen wollen. So. Hier geht es vielmehr um eine Aushöhlung und Destabilisierung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und den Abbau von Grundrechten und Menschenrechten. Und dann wird es natürlich zum Problem, wenn wir Antidemokratie mit Mitteln zur Demokratieförderung auch noch vorantreiben. Und deswegen wird es zum Problem, wenn solche Akteure eben auch auf staatliche Fördertöpfe zugreifen wollen oder können. Wir sind jetzt schon bei den Problemen, die diese Angriffe auf das Feld der politischen Bildung mit sich bringen. Was können denn gerade progressive zivilgesellschaftliche Kräfte machen, um das Feld der politischen Bildung gegen eine rechte Übernahme zu verteidigen? Wir müssen in Netzwerken viel stärker zusammenarbeiten, uns gegenseitig unterstützen und auch wenn es manchmal frustrierend ist, nicht aufhören, darüber aufzuklären, was extrem rechte Bildungsträger machen, was ihre Ziele sind und wie sie agieren. Das ist so die eine Seite mit dem Blick eben auf diese extrem rechten Organisationen. Und auf der anderen Seite braucht es aber auch weiterhin eben vielfältige, bunte und aber auch spaßbringende und empowernde Angebote demokratischer, politischer Bildung in der ganzen Vielfalt, wie wir sie auch in einer demokratisch orientierten Zivilgesellschaft vorfinden. Also auch nochmal diesen Teil zu stärken und Leute dafür zu gewinnen, dass Demokratie und Auseinandersetzung mit politischen Themen Spaß macht, dass man daran irgendwie gemeinsam arbeiten kann, die Gesellschaft zu verbessern oder die Idee zumindest zu haben, wie man die Gesellschaft verbessern kann und auch Ideen dazu zu haben, wie ich mehr Vielfalt, mehr Beteiligung und mehr Einbindung von Menschen in Gesellschaft erreiche. Und ich glaube, diese zwei Schienen dürfen sozusagen nicht gegeneinander ausgespielt werden und müssen einfach auch miteinander funktionieren. Aber wir dürfen eben auch nicht aufhören, dass die extreme Rechte quasi unbeobachtet oder irgendwie nicht störungsfrei sozusagen agieren kann. Und dann eine ähnliche Frage mit Blick auf öffentliche Einrichtungen, Staat und Verwaltung. Wie sollen die denn mit diesem Angriff und Drängen der extremen Rechten in das Bildungsfeld umgehen? Man muss es auch wieder trennen. Das eine ist ja sozusagen, was wir so von Verwaltung uns erwarten. Das andere, was wir uns auch von so einer öffentlichen Bildungsinfrastruktur erwarten. Also momentan sehen wir einfach, dass vor allen Dingen versucht wird, mit bürokratischen Mitteln zu verhindern, dass extrem rechte Bildungsträger staatliche Mittel erhalten oder es ihnen zumindest so schwer wie möglich gemacht werden sollen. Damit muss man aber auch immer mit berücksichtigen, das trifft dann wieder alle und erschwert für alle auch demokratische politische Bildung. So, das heißt, also hier kann man sich nicht darauf verlassen, dass man darüber alles eingehegt bekommt, sondern es geht darum, auch hier klar Position zu beziehen, sich eben klar auch gegen Akteure, die sich nicht an demokratische Spielregeln halten wollen oder diese unterlaufen wollen, zu stellen und sich damit inhaltlich auseinanderzusetzen. Und was so eine öffentliche Institutionenlandschaft in der Bildung angeht. Wir sind immer wieder damit konfrontiert, dass es so die Idee, und es ist übrigens auch ein rechtes Narrativ, was sehr, sehr erfolgreich sich durchgesetzt hat, dass mit so einer Idee von, man müsse politisch neutral sein, agiert wird. Manchmal wird das auch auf Berufung des Beutelsbacher Konsens gemacht. Im Beutelsbacher Konsens kommt Neutralität nicht vor, sondern es gibt eine Verpflichtung auf Menschen- und Grundrechte. So, und über diesen Wertekanon, das ist eigentlich das Fundament, hinter das wir auch nicht zurück können. Und dann muss ich mich auch da wieder positionieren und es ist völlig okay, sich zu positionieren. So, selbst Lehrkräfte an Schulen müssen sich sogar diesen Grundwert
Studenten sozusagen verpflichtet sehen in ihrer Arbeit, auch wenn sie politische Bildung machen. So, und auch dann heißt es eben, sich mit extrem rechten Akteuren zwar auseinanderzusetzen, thematisch, aber die nicht als gleichberechtigten Pol im Meinungsspektrum zu behandeln und sich da auch klar zu positionieren. Und das heißt auch zum Beispiel bei öffentlichen Podiumsdiskussionen oder ähnlichen zu gucken, gibt es nicht Argumente, warum ich diese Akteure nicht einlade? So, und kann ich das nicht auch begründen? Und das heißt nicht, dass man sich nicht mit ihren Positionen auseinandersetzt. Diese Positionen können sehr wohl sozusagen Teil der Diskussion werden, aber muss man unbedingt diesen Akteuren dafür sozusagen selbst die Bühne geben? Das wären so Punkte, die ich mir da wünschen würde in diesem Feld auch der Auseinandersetzung. So, ein weiterer Punkt ist, dass man natürlich gucken muss, wie werden diese Akteure in Zukunft auch ihre Programme und Angebote gestalten? Werden die Angebote machen für Schulen, für Verwaltung, für Bibliotheken? Und auch da würde ich mir wünschen, dass es eine klare Unvereinbarkeitserklärungen gibt, dass man klare Haltung hat, dass man mit diesen Akteuren nicht zusammenarbeitet und dass man sich dann eben, selbst wenn es jetzt erstmal vermeintlich irgendwie attraktive Angebote sind, guckt, ob es nicht andere Anbieter sozusagen gibt, die einem die gleichen Angebote auch machen können, aber man sich klar davon abgrenzt und eben nicht mit diesen Organisationen zusammenarbeitet. Wir kommen langsam zum Ende. Ich würde gerne noch auf die Folgen extrem rechter Politik eingehen. Wir sehen, auch durch die aktuellen Wahlerfolge, ein erneutes Zugehen und Angebote machen der Extremrechten an, naja, zumindest stark konservative Kreise. Zum Beispiel, dass man durchaus gerne hier und da Koalitionen suchen würde. Glaubst du, es wird so ein Zugehen auch in der Bildungslandschaft geben? Ich glaube jetzt nicht, dass die Desiderius Erasmus Stiftung jemals an uns herantritt für eine Kooperation. Aber dass die von dir genannten Akteure Zusammenarbeit mit den konservativen Institutionen suchen, ist das denkbar? Also ich glaube, im IFS ist es, also im Institut für Staatspolitik, die sind sehr, sehr glücklich in ihrer abgeschlossenen Bubble der extremen Rechten. Ich glaube, da gibt es nicht so viele Versuche sozusagen an so ein bürgerlich-konservatives Milieu anzuschließen. Aber bei der Bibliothek des Konservatismus sehen wir das jetzt schon ganz explizit. Ne? Also es ist auch im Namen schon gegeben, das ist das eine. Aber wir sehen das auch sozusagen in der Auswahl der ReferentInnen, mit wem dort sozusagen, wie die Veranstaltungen angekündigt werden, dass das auch so als konservative Foren irgendwie verstanden wird. Und wenn wir uns die politischen Diskurse gerade ansehen, dann gibt es zwar formal ja eine politische oder proklamierte Brandmauer gegen rechts. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass die Strategie dieser Metapolitik, die ich zu Anfang erwähnt habe, und Diskursverschiebung bereits völlig gelingt. So, und wenn wir eine Landesregierung haben, die in ihrer ersten Amtshandlung das Gendern in öffentlichen Einrichtungen verbieten oder auch Positionierungen und Forderungen uns jetzt zur Asylpolitik angucken, die immer stärker sich einer rechten Rhetorik annähern, so dass wir in nur wenigen Jahren von wir schaffen das hin zu wir müssen mehr abschieben gelangt sind, und zwar durch viele politische Lager hindurch, dann sehen wir da auch, dass die Anschlussfähigkeit durchaus gegeben ist. So, und dann wird es so ein bisschen darauf ankommen, wie stark kriegen wir das in der Öffentlichkeit wirklich verankert, dass diese Organisationen extrem rechte Organisationen sind, mit denen man nicht zusammenarbeitet? Und wie werden die auch in Zukunft noch mal stärker sozusagen ihre Angebote öffnen oder auf andere Kräfte zugehen? Also die Versuche sind definitiv da, sowohl organisatorisch von der ReferentInnenauswahl bis zur Themensetzung. Und jetzt liegt es eben auch an demokratischen Kräften hier, auch in der Bildungslandschaft, also ne, ich habe es jetzt so ein bisschen vermischt, aber auch in der Bildungslandschaft klare Brandmauern sozusagen zu setzen und sich dann nicht vereinnahmen zu lassen. Das wäre eigentlich ein starkes Schlussstatement. Ich habe aber noch eine Frage, die ich wichtig finde, und diesen Blick in die Glaskugel. Politische Bildung ist in den letzten 15 Jahren öffentlich noch nie so stark diskutiert worden wie jetzt.
ob nun durch Gesetzesdebatten im Bundestag oder in öffentlicher und zivilgesellschaftlicher Auseinandersetzung. Wie wird sich die Debatte um politische Bildung in Deutschland entwickeln, gerade unter Berücksichtigung starker raumnehmender rechter Kräfte? Naja, eins der Probleme ist halt, dass politische Bildung häufig erst dann ernst genommen wird und als wichtig bezeichnet wird, wenn es eigentlich schon 5 vor 12 oder noch später ist. So, dann soll irgendwie politische Bildung als Feuerwehr ankommen, einen rechten Brandherd möglichst schnell löschen und alle Probleme beseitigen, die jetzt dann irgendwie auf einmal vor der Tür stehen. Und das funktioniert so aber nicht. Also es braucht mehr langfristige Förderung politischer Bildung über so eine sogenannte Extremismusprävention und Intervention hinaus. Und das ist momentan das Problem, finde ich, was so eine politische Debatte um politische Bildung momentan sehr stark dominiert. Und gleichzeitig eben eine langfristige Förderung, eine langfristige Finanzierung politischer Bildung und Demokratiebildung. Im eigentlichen Sinne, also nämlich für Demokratie zu begeistern, demokratische Werte zu stärken, demokratische Auseinandersetzungen einzuüben, Diskussionen einzuüben, dass das in den Hintergrund gerät und auch in so, naja, projektierten Förderungen, die eher kurzfristig sind, so nicht aufgehen kann, weil das ist nichts, was ich mit so einem Fingerschnipsen machen kann, sondern politische Bildung ist zum einen nur ein Baustein in dem Ganzen und es braucht einen langen Atem. So, und das geht momentan nicht richtig sozusagen miteinander ein. Und wenn es um, sind wir gerade wieder in Haushaltskürzungen und sowas, dann ist es auch schnell ein Bereich, der an der Stelle wieder diesen Kürzungen anheimfällt. Und ich glaube, da braucht es wirklich ein Umdenken in der Debatte und in der Diskussion. Und momentan sehe ich das leider nicht, aber das heißt nicht, dass wir nicht weiter dafür kämpfen können, dass das Denken vielleicht auch noch mal stärker, auch das politische Denken darüber beeinflusst. Das war's von meiner Seite. Ich danke dir und falls du noch ein Schlussstatement hast, beziehungsweise etwas, was dringend im Kopf bleiben muss, dann gerne jetzt. Es hilft diesen Organisationen, bei ihrer Mimikrie sich als seriös zu geben, in ihren antidemokratischen Ideologien, das Ganze als Teil des normalen, in Anführungszeichen, gesellschaftlichen Diskurses und der gleichberechtigten Meinung unter vielen sich darzustellen, wenn wir sagen, das ist eben Teil dieses Spektrums, was in der Kontroversität ausgehalten werden muss in der Demokratie. Aber wir brauchen hier ganz klar die Verpflichtung auf eben Menschen- und Grundrechte. Und es muss ganz klar Position bezogen werden und aufgezeigt werden, dass es eben nicht Teil des demokratischen Diskurses ist und dass diese Organisationen auch nicht am demokratischen Diskurs interessiert sind, sondern genau diesen angehen wollen. Und deswegen gehören die eben nicht in dieses Spektrum dessen, was Teil der kontroversen Auseinandersetzung innerhalb einer Demokratie ist. Ich danke Alrun für das Gespräch und bedanke mich wie immer bei allen Zuhörenden fürs Einschalten. Wir haben die Broschüre Antidemokratie getarnt als politische Bildung als PDF in den Shownotes verlinkt. Solange der Vorrat reicht, kann für Rheinland-Pfalz die Broschüre auch in physischer Form bei uns kostenfrei bestellt werden. Das war Auf der rechten Spur, der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 11: Extrem rechte Bildungsträger mit Alrun Schleif. In der nächsten Folge besprechen wir mit Robert Klaus, wie und warum die Extremrechte Kampfsport nutzt. Redaktion hatte Tillmann Schröder. Produktion Moritz Buch. Redaktionelle Verantwortung Alrun Schleif.